Palle, analysiere uns doch mal dieses 2:2 Unentschieden gestern in Sandhausen. Ja, es war halt ein Spiel, wo wir nie zu unserem Spiel gefunden haben. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass wir einen absolut glücklichen Punkt geholt haben, der aber super wichtig war, weil wir Sandhausen einfach auf Distanz gehalten haben. Und das ist das alles Entscheidende. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir nicht gut gespielt haben. Aber das Spiel ist jetzt vorbei und wir werden jetzt das nächste Spiel angehen mit einer ganz anderen Leistung, weil wir natürlich wissen, dass es sehr wichtig für die Fans ist. Und ja, wir haben es jetzt abgehakt. Sprichst du schon an, was erwartet euch in Ingolstadt nächsten Samstag? Ingolstadt hat wieder einen Trainer gewechselt. Stehen aber natürlich nicht gut an am Tabellenende. Ich glaube, mit dem dritthöchsten Etat nach Hamburg und Köln. Also die haben eigentlich schon eine Wahnsinnsqualität, dass sie da unten drin stehen. Das ist ja schon unglaublich eigentlich. Und es ist natürlich auch unsere zwei Topscorer, die müssen wir natürlich auch ersetzen. Ne? Das ist wird auch nicht so einfach, aber ich denke, die Jungs, die da reinkommen werden, werden ihr Bestes machen. Und ich erwarte einfach ein sehr intensives Spiel, wo einfach Nuancen entscheiden werden über Sieg oder Niederlage. Wenn man auf die Mentalität, auf die Moral eingehen, was macht die für dich so besonders? Dass man gestern wieder so zu einem solch späten Zeitpunkt zurückkommt, nach einem ja eher durchwachsenen Spiel? Ja, ich glaube, das ist ja mittlerweile bei uns im Unterbewusstsein drin. Also wir wissen eigentlich immer, wenn wir im Rückstand sind, dass wir jederzeit in der Lage sind, jetzt noch ein Tor zu schießen. Von daher, ja, das ist unsere Stärke, aber das muss man immer wieder jeden Tag im Training und auch an den Spieltagen sowieso unter Beweis stellen. Das ist ja nicht so, dass es einfach da ist, sondern das muss man jeden Tag leben und das tun wir alle und das ist einfach der Lohn dann.